Gehirne und Gehirnschnitte ermordeter Kinder in der Psychiatrie in Wien. Etwa 400. Die Machthaber des Dritten Reiches bieten Medizinern etwas unerhört Verlockendes, in der Welt bis dahin Einmaliges. Statt Meerschweinchen, Laborratten und Versuchskaninchen können sie Menschen zu Versuchszwecken benutzen. Die Hirnforschung brauchte sich nur zu bedienen. Gehirne Ermordeter gab es im Überfluss. Die Forscher interessierte nur das Material, nicht die Umstände des Todes und schon gar nicht das Einzelschicksal des Ermordeten. Ein Kinderkopf zum Medizinpräparat reduziert. Fotos der Opfer. Ein Kind in Angst vor seinen Ärzten. Vor Ärzten, die nicht helfen. Die in Kindern nur Forschungsobjekte sehen. Als Verbrauchsmaterial zu Studienzwecken. Selbst Säuglinge. Auch dieses Kind, gemordet für eine Gehirnsammlung. Dr. Med Heinrich Groß, nach Dokumenten für diesen Kindermord bezahlt. Er lebt unbehelligt in Wien. Die Gedenkstätte des deutschen Widerstandes in Berlin-Plötzensee. Sie ist den Opfern der Hitler-Diktatur der Jahre 1933 bis 1945 gewidmet. In diesem Ziegelschuppen, angrenzend an die Strafanstalt Plötzensee, werden zwischen 1933 und 1945 über 2500 Männer und Frauen des deutschen Widerstandes gehängt oder enthauptet. Die Toten, Werkstoff genannt, werden einem Anatomieprofessor überlassen. Mit Arbeiten über die Entwicklung des Eierstocks der Dohle beginnt die Karriere von Dr. Med Hermann Stieve, Ordinarius der Berliner Universität. Sein Lebensthema ist die Einwirkung von Angst und Schrecken auf die Eierstöcke. Stieve sammelt während der Haft Daten aus dem Intimleben der Opfer und verarbeitet die hingerichteten Frauen des deutschen Widerstandes zu Gewebeschnitten. In einem Buch rühmt sich Stieve: Ich habe stets die Eierstöcke 10 Minuten nach dem Tode im Ganzen fixiert. In einem Nachruf auf Stieve heißt es: Die Leichen, die er in die Anatomie bekam, waren von Menschen, die wegen gemeiner Verbrechen von regulären Gerichten zum Tode verurteilt waren. Gemeine Verbrecher waren danach zum Beispiel diese Frauen des deutschen Widerstandes. Oder Schottmüller, 38 Jahre alt bei der Hinrichtung. Elisabeth Schumacher, 38 Jahre. Ilse Stöbe, 31 Jahre. Libertas Schulze-Beusen, 29 Jahre. Cato Bontjes van Beek, 22 Jahre. Liane Berkowitz, 20 Jahre alt bei der Hinrichtung. Stieve stirbt 1952 als Ordinarius der Berliner Humboldt-Universität. Die Deutsche Gynäkologische Gesellschaft ernennt ihn nach seinem Tode zum Ehrenmitglied.
das ehemalige Haus der Forschung in Berlin-Steglitz. Hier war der Sitz der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des personell identischen Reichsforschungsrates. Von hier aus sollte in aller Heimlichkeit die deutsche Forschung aufgerüstet werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert unter anderem Studien über das Vorkommen von Zwergnegern in Kambodscha, die Erfassung von Sinti und Roma, endend mit der Vernichtung in Auschwitz, und vieles andere, was rassisch oder militärisch nützlich erscheint. Die Genehmigungen in der Sparte Medizin erteilt der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch. Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird zum Beispiel Professor Georg Schaltenbrand. Schaltenbrand forscht über die Multiple Sklerose. Schloss Werneck, zwischen Würzburg und Schweinfurt gelegen, die schönste Psychiatrie Deutschlands. Hier benutzt Schaltenbrand wehrlose Patienten zu Menschenversuchen. Er versucht, sie mit Multiple Sklerose anzustecken. Schaltenbrand impft Affen mit dem Liquor, das heißt der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit von Akut-MS-Kranken. Die Versuche lösen hohe Erwartungen aus. Lieschen kurz vor ihrem Tode. Der Hinterkörper ist gelähmt und zeigt ein großes Druckgeschwür. Schaltenbrand injiziert Psychiatriepatienten den Affenliquor in den Hinterkopf. Eine von Schaltenbrand publizierte Liste seiner menschlichen Versuchskaninchen. In dieser Aufstellung fehlen zwei sterbenskranke Krebspatienten, die er ebenfalls seinen Menschenversuchen unterwirft. Schaltenbrands Experiment scheitert vorzeitig, da seine Versuchspersonen im Rahmen der Nazi-Euthanasie abtransportiert und vergast werden. Der Würzburger Professor für Neurologie, Dr. Med. Georg Otto Schaltenbrand, deutschblütig, Mitglied der NSDAP, des NS-Ärztebundes, Sturmarzt beim NS-Fliegerkorps. Ein Ermittlungsverfahren gegen Schaltenbrand wird nach dem Krieg dank eines Gutachtens des Heidelberger Professors Viktor von Weizsäcker eingestellt. Weizsäcker fand die Versuche weder strafbar noch sittlich anfechtbar. Georg Schaltenbrand wird Ordinarius für Nervenheilkunde und Innere Medizin an der Universität Würzburg und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. An der Donau, nahe Linz, liegt das Städtchen Mauthausen. Auf einem Hügel wird August 1938 Österreichs größtes KZ eröffnet. In Mauthausen sind neben Reichsdeutschen vor allem Juden, russische Kriegsgefangene und Ostarbeiter eingesperrt. Zahlreiche Häftlinge werden zu Ernährungsversuchen und Verträglichkeitstests von Impfstoffen benutzt. Dokumente zu einem Großversuch mit Seren der Behringwerke. Mehr als 1000 von Hunger gezeichnete Häftlinge müssen ab Februar 1943 als Versuchskaninchen herhalten. Einige der Impflinge werden ohne Gesicht gezeichnet, als anonyme Versuchsobjekte. Opfer von Impfversuchen der Behringwerke. Die entzündeten Impfstellen gezeichnet wie ein Kunstwerk. Das Ende, Exitus. Auch Lazarettbehandlung ist in Mauthausen eine Umschreibung für tot.
Der Versuchsleiter Dr. Med. Karl Josef Groß lässt sich nach 1945 in Österreich unbehelligt als Arzt nieder. Mauthausen, Mai 1945. An Invaliden und Krüppeln, an ausgezehrten Häftlingen mit schwersten Hungerzuständen wurden hier 1943-44 Ernährungsversuche durchgeführt. Unter anderem musste eine Gruppe 8 Monate lang ausschließlich eine Art Grützebrei essen. Sie bekamen keinerlei Brot oder Fleisch. Die Zahl der Überlebenden. Für den Tod werden die Toten verantwortlich gemacht. Es sei wenig widerstandsfähiges Versuchsmaterial gewesen, heißt es in einem Bericht, der Siechtum und Sterben der Häftlinge in farbige Diagramme verwandelt. Mauthausen, Mai 1945. Ein Mann isst verschüttetes Essen von der Straße. Ernährungsversuche an Ausgehungerten und Verhungernden. In Mauthausen war auch dieses möglich. Professor Dr. Med. Ernst Günther Schenk, zuletzt SS-Standartenführer, ab 1940 Ernährungsinspekteur der Waffen-SS. Ein Ermittlungsverfahren wegen seiner Beteiligung an den Menschenversuchen in Mauthausen wird eingestellt. Schenk wird im Verband der Heimkehrer Deutschlands Wiedergutmachungsexperte für Hungerschäden. Dr. Med. Aribert Heim. Augenzeugen zufolge übertraf er an Sadismus nahezu alle KZ-Ärzte. Mauthausen. In einem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Kellergewölbe befindet sich der ehemalige Medizinbereich. Hier soll Dr. Aribert Heim, wie Zeugen bekunden, hundertfach Juden mit Spritzen ins Herz ermordet haben. Aribert Heim nähert sich seinen Opfern höflich. Er spricht mit ihnen, wenn sie auf dem Operationstisch liegen. Erkundigt sich sogar nach Angehörigen draußen. Einem jüdischen Knaben soll er auf dem Operationstisch erklärt haben, er wisse doch, warum er sterben müsse. Die Juden seien schuld am Kriege. Einem anderen soll er gesagt haben, schau dir deine Nase an, sowas kann der Führer nicht brauchen. Nach Augenzeugen unterhielt sich Heim mit einem Juden über dessen tadelloses Gebiss. Danach soll er ihn per Bauchaufschlitzung getötet haben. Dann wurde der Kopf abgetrennt, ausgekocht und wegen des guten Gebisses präpariert. Im mondänen Baden-Baden eröffnet Heim eine Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Als er 1962 verhaftet werden soll, ist er verschwunden. Die Fahndungsbehörden haben noch heute den Verdacht, dass jemand aus der Familie beim Untertauchen behilflich war und das Heim bei Arztkollegen illegal beschäftigt wurde. Dr. Med. Aribert Heim wird noch immer gesucht. Hinweise zu Dr. Heim nimmt das Landeskriminalamt in Stuttgart entgegen. Häftlinge der TBC-Station im KZ Dachau. Die Häftlinge der TBC-Station haben sich selbst gezeichnet, die Musik komponiert und ihr Musikstück in beißender Ironie TBC-Marsch genannt.
Angesichts der KZ-Realitäten ist der Dachauer TBC-Marsch ein erstaunliches Zeugnis menschlichen Lebenswillens. Dachau wird 1942 das Versuchslabor der deutschen Luftwaffe. Die Vorgeschichte dieser Menschenversuche ist in einem Film des Reichsluftfahrtministeriums und der Luftwaffe festgehalten. Mit Hilfe von Freiwilligen sucht die Luftwaffe herauszufinden, wie Piloten einen Absturz aus großer Höhe überleben. Die Höhenversuche werden in einer Unterdruckkammer simuliert. Der Chef der Luftwaffenversuche wird nach dem Krieg vom amerikanischen Geheimdienst in die USA geholt und gilt als Vater der US-Raumfahrtmedizin. Professor Hubertus Struckholt. Wir können diese Frage studieren in Unterdruckkammern, in denen wir dieselben Luftverdünnungen herstellen, wie sie in jenen Höhen herrschen. Wir können dasselbe aber auch erreichen durch Einatmung sauerstoffarmer Luftgemische aus Stahlflaschen. Rechts der Mann atmet ein Gemisch, das einer Höhe von 7500 Meter entspricht. Der in der Mitte wird plötzlich auf 9000 Meter versetzt und der Mann links mit einem Schlage auf 11000 Meter. Er schreibt flüssig seine Zahlen 977, 976. Jetzt atmet er bereits stärker. Schon ist er schwer höhenkrank. Er kann nicht mehr schreiben. Sehen Sie die Zuckungen in der Hand. Februar 1942. Die fahrbare Unterdruckstation unterwegs zu neuen Experimenten in Dachau. Die Planung liegt in den Händen der Luftwaffenärzte Romberg, Ruff, Rascher und Welz. Zahlreiche Wissenschaftler, so jedenfalls die Aussagen überlebender Häftlinge, begaffen die Menschenversuche durch ein Beobachtungsfenster. Die Versuchspersonen sind Polen, Russen, Juden. Sie werden mit oder ohne Sauerstoffzufuhr künstlich in Höhen bis 21 Kilometer gebracht. Man lässt sie im Fallschirm abstürzen oder aufsteigen. Die Folgen? Krämpfe, Ohnmachtsanfälle, Blindheit, Lähmungen, Wahnsinn, Tod. Manche Versuchsopfer werden noch atmend seziert. Organe, Muskeln, Nerven gehen zur wissenschaftlichen Auswertung an Forscher und Institute, die bislang unbekannt geblieben sind. Der Sieg des Fliegens wurde zum zweifachen Sieg. Das Fliegen bringt den Menschen dem Himmel näher und der Erde. Es bedeutet ihm die Erschließung der Fernen und den erhöhten Schutz der Heimat. Dem Schutz der Heimat dienen auch die sogenannten Unterkühlversuche. Sie sollen die Ursachen des Kältetodes beim Menschen klären. Die Versuchspersonen sind vollkommen verkabelt. Die Körpertemperaturen werden mit einer Thermosonde im Magen oder im Mastdarm gemessen. Ein Schlauchstethoskop über der Herzspitze misst die Herzfrequenz.
Bei Sinken der Körpertemperatur um 1 Grad wird jeweils Blut und Urin abgenommen. Außerdem wird Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit an Kopf und Rückgrat punktiert. Im offiziellen Abschlussbericht heißt es: Mit dem Nachweis, dass der Kältetod des Menschen in erster Linie ein Herztod ist, sind die wesentlichen Punkte für die Therapie geklärt. Der Deutsche Hof in Nürnberg, das Hotel des Führers. Hier tagen im Oktober 1942 Elitemediziner über ärztliche Fragen bei Seenot und Winternot. 95 hochrangige Mediziner erfahren, dass bei den Menschenversuchen Versuchspersonen ums Leben gekommen sind. Keiner protestiert laut, keiner tritt aus Protest von seinem Amt zurück. Professor Hans-Joachim Deutike ist nach 1945 Ordinarius in Göttingen und Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Professor Hermann Rhein wird 1946 Rektor der Uni Göttingen. Professor Erwin Gorband wird Direktor des Krankenhauses Moabit und Herausgeber des Zentralblattes für Chirurgie. Hans-Jürgen Staudinger wird Professor in Gießen und Mitglied des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dr. Med. Josef Kampfhammer war und blieb Ordinarius für physikalische Chemie in Freiburg und gehörte dem Entnazifizierungsausschuss an. Mitglied des Entnazifizierungsausschusses war ebenso Professor Franz Büchner, genannt der Heilige Franz. Er ist Ehrenbürger der Stadt Freiburg. SS-Hauptsturmführer Dr. Metabil Kurt Plötner, KZ-Arzt in Dachau. Er verbirgt sich bis 1952 unter dem Namen Schmidt. 2 Jahre später wird Plötner, der Malaria-Versuche an Menschen durchgeführt hatte, in Freiburg zum Professor ernannt. Der Freiburger Hygieneprofessor Paul Uhlenhuth unterschrieb 1933 den Rausschmiss jüdischer Kollegen und beantragte später Menschenversuche an farbigen Kriegsgefangenen. Professor Dr. Med. Paul Uhlenhuth ist Ehrenbürger der Stadt Freiburg. Im KZ Ravensbrück wurden Frauen Wunden bis auf die Knochen geschnitten oder die Knochen mit dem Hammer auf dem OP-Tisch zertrümmert. Die Versuche wurden am 24. Mai 1943 auf der 3. Arbeitstagung der beratenden Ärzte der Wehrmacht in der Militärärztlichen Akademie in Berlin vorgestellt. Der Sauerbruchschüler Professor Karl Gebhardt. Er verantwortete die Versuche und wurde dafür 1948 hingerichtet. Fritz Fischer. Er operierte und referierte die Experimente im Mai 1943 vor mehr als 200 Ärzten in Berlin. In Berlin sind alle Koryphäen der deutschen Medizin versammelt. Die meisten halten die Versuche für medizinisch unnötig und für grausam. Von mehr als 200 Spitzenmedizinern protestiert kein einziger. Dr. Med. Fritz Fischer. Er wird wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem Pharmaunternehmen Böhringer.
Das Konzentrationslager Buchenwald, oberhalb der Stadt Weimar. Buchenwald dient ab 1942 als Experimentierfeld des Berliner Robert-Koch-Instituts, der Wehrmacht und vor allem als Versuchslabor der IG Farben, die neue Präparate statt im Tier im Menschenversuch erproben lässt. Der SS-Arzt Dr. Med Erwin Ding, Leiter der Pharmaversuche im KZ Buchenwald. Dr. Dings Tagebuch, vor der Vernichtung gerettet von dem damaligen Arztschreiber in Buchenwald, Eugen Kogon. Im Januar 1942 beginnen Vorversuche. Gesunde Häftlinge werden künstlich zu Fleckfieberkranken gemacht, um an ihnen die Wirksamkeit von Fleckfieberpräparaten zu erproben. Ding lässt zusätzlich Häftlinge anstecken, um stets Fleckfieberkranke vorrätig zu haben, mit deren Blut die nächsten Versuchsopfer infiziert werden. Während sich im Brutraum der Zuchtabteilung die Entwicklung der Läuse vollzieht? Bilder aus dem Wehrmachtsfilm Kampf dem Fleckfieber. Im April 1943 beginnt in Buchenwald eine Versuchsreihe mit den Höchstpräparaten Acridin-Granulat und Rotenol. Krankheitsmildernd, so Dings Ergebnis, wirken die Mittel in keinem Fall. Stattdessen treten zahlreiche Nebenwirkungen auf. Vor einer Versuchsreihe treffen die Wehrmachtshygieniker Eier und Schmidt im KZ ein. Im Menschenversuch getestet wird ein Impfstoff des Instituts für Fleckfieberforschung des Oberkommandos des Heeres in Krakau. Das Institut der Wehrmacht lässt in Buchenwald unter anderem Impfstoffe gegen Gelbfieber erproben. Es war bekannt, dass durch Einspritzen toter Leiter in Krakau ist Oberstabsarzt Dr. Hermann Eier. Hermann Eier wird Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni München und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie. Dr. Bernhard Schmidt, der Buchenwald für besonders sauber befand, wird ordentlicher Professor an der Technischen Universität in Berlin. Dr. Richard Haas, Behring-Institut Lemberg, dessen Impfstoff an Häftlingen in Buchenwald getestet wurde, bekommt einen Lehrstuhl für Mikrobiologie und Hygiene an der Uni Freiburg. Professor Walter Kiekut, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der IG Bayer in Elberfeld, unter anderem an Malaria-Versuchen beteiligt, wird Ordinarius für Hygiene und Mikrobiologie in Düsseldorf. Professor Dr. Karl Ludwig Lautenschläger, Betriebsleiter der IG Farben Höchst. Er blieb, was er war. Einer der wichtigsten Zweige der deutschen chemischen Industrie ist die Heilmittelherstellung. Die deutschen Heilmittel sind in der ganzen Welt zu einem Qualitätsbegriff geworden. Das Einfüllen von flüssigen Medikamenten in Ampullen
geschieht durch Präzisionsapparate, die die Flüssigkeitsmenge genau dosieren und die Ampullen dann automatisch zuschmelzen. Leverkusen hat zur Erprobung von Bayer-Präparaten im Menschenversuch sogar einen eigenen Mitarbeiter im KZ. Dr. Med Helmut Vetter, zunächst Assistenzarzt an der Uni-Frauenklinik in Frankfurt am Main. Vetter wird 1938 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Bayer Leverkusen eingestellt. Er beginnt mit einem Jahresbruttogehalt von 8.400 Reichsmark. Ab Juli 1941 testet Vetter Bayer-Produkte im KZ Dachau. 1943 erprobt Vetter Fleckfiebermittel der IG Farben in Auschwitz. Während Vetters Menschenobjekte qualvoll zugrunde gehen, steigt sein Einkommen von Jahr zu Jahr. 17. Januar 1945, kurz vor Kriegsende. Die Kopie eines Briefes der IG Farben Höchst an Dr. Vetter, Lagerarzt Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Höchst bittet um Nachricht, für wie viele Fälle er in den nächsten Monaten Material benötige. Häftlinge wurden mit Krankheiten infiziert, die sie nicht hatten. Unzählige starben unter größten Qualen, als Versuchskaninchen der Pharmaindustrie. Berlin, wo die Spree in die Havel mündet, liegt die Zitadelle Spandau, eine preußische Befestigungsanlage. Wir sind in einem abgesperrten Bereich, wo kein Besucher hinkommt. Zwischen 1935 und 1945 war hier militärisches Sperrgebiet. Die Festung diente als Gasschutzlabor der Wehrmacht. Nach englischen Geheimdienstberichten wurden bis zu 450 Spezialisten beschäftigt. In der Zitadelle gibt es noch heute die Reste einer Gasversuchskammer. Sie diente der Erprobung von Kampfstoffen der Wehrmacht und der IG Farben. In Spandau wurden Giftgasversuche gemacht. Unter anderem mit Phosgen, einem Kampfstoff, der die Lunge zerstört. Mit Lost, einem Giftgas, das die Haut zersetzt. Mit den gefährlichsten Nervengiften des Zweiten Weltkriegs, Tabun und Sarin. Der Tod erfolgt durch Ersticken. Die Gaskammer in der Spandauer Zitadelle unterstand der gastherapeutischen Abteilung des Instituts für Pharmakologie und Wehrtoxikologie der Militärärztlichen Akademie der Wehrmacht. Die Gaskammer der Wehrmacht war technisch optimal ausgestattet, wie keine andere Gaskammer der Nazis. Eine Vielzahl an Beobachtungsfenstern, zahlreiche Zuleitungsmöglichkeiten, Vorrichtungen zum Einblasen und Absaugen der Kampfstoffe dokumentieren noch heute den hohen technischen Standard dieser Gaskammer der Wehrmacht. Nahezu alle Beweisstücke wurden vernichtet oder von den Alliierten unter Verschluss genommen. Ein Wehrmachtsdokument wurde übersehen. Eine Bildersammlung zur Klinik und Pathologie der Kampfstoffverletzungen. Die Bildersammlung zeigt eine Versuchsperson unter der Einwirkung von Nebelsäurespritzern. Das Auge einer Versuchsperson 6 Stunden nach Einwirkung eines Gemischs von Arsenverbindungen. Das Gesicht dieser Versuchsperson. Ein Mensch,
48 Stunden nach einem Versuch mit dem Kampfgas Lost. Lunge einer Versuchsperson, gestorben 2 Tage nach einem Lost-Versuch. Atmungsorgane einer Versuchsperson, gestorben 2 Tage nach der Einwirkung des Kampfgiftes N-Lost. Das Institut für Wehrtoxikologie unterstand Oberstarzt Dr. Dr. Wolfgang Wirth. Cheftoxikologe Wolfgang Wirth wird Professor der Medizinischen Akademie Düsseldorf und Vorstand des Pharmakologischen Instituts der Farbenfabriken Bayer in Wuppertal-Elberfeld. Der Ort Natzweiler, etwa 50 Kilometer von Straßburg entfernt. Das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass, in den Ausläufern der Vogesen. In dieser Baracke war das Krematorium und eine Versuchsabteilung der Straßburger Universität. 1942 werden hier etwa 90 Häftlinge versuchen mit dem Giftgas Lost unterworfen. Der Revierkapo Ferdinand Holl. Blind wurden die Leute zum Teil. Das waren kolossale Schmerzen, sodass es kaum auszuhalten war, sich in der Nähe dieser Kranken aufzuhalten. Revier Capo Holl. Die Gefangenen bekamen oberhalb des Unterarmes einen Tropfen von dieser Flüssigkeit aufgeschmiert. Dann wurden die Kranken jeden Tag fotografiert. Ungefähr am 5., 6. Tag hatten wir die ersten Toten. Aufnahmen von Versuchen mit dem Kampfstoff Lost. Die Lost-Versuche in Natzweiler wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Straßburg. Hier entsteht 1942 der Plan, Juden für eine medizinische Sammlung zu töten und zu präparieren. Die Judensammlung soll in der Anatomie des Straßburger Bürgerhospitals ihren Platz finden. Anatomieprofessor August Hirt, Leiter der Giftgasversuche in Natzweiler und Urheber der geplanten Judensammlung. August Hirt bis zu seinem Freitod 1945 gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ein ehemaliges Gasthaus für Skifahrer, unweit des Konzentrationslagers Natzweiler. 1943 wird hier eine Gaskammer eingebaut. Die Gaskammer von Natzweiler ist im April 1943 betriebsbereit. Sie unterscheidet sich von allen anderen Gaskammern der Nazis. Sie ist ausschließlich für Medizinversuche installiert. Im August 1943 werden hier 86 Menschen für Hirts Judensammlung vergast. In diesem Raum werden Hirts Menschenobjekte in großen Bottichen zwischengelagert. Straßburg wird im November 1944 von den Amerikanern befreit. Hirt gelingt es nicht mehr, alle Leichen seiner Judensammlung zu beseitigen. Sie verbleiben in großen Bottichen im Keller der Anatomie. Die Leichenbecken in Hirts anatomischem Institut. Voll mit jüdischen Frauen. Vorgesehen als Ausstellungsstücke für einen Menschenzoo.
jüdische Männer, ebenfalls gemordet für Hirts Menschensammlung. Ein Männerrücken mit den Spuren zahlreicher Misshandlungen. Einigen Körpern wurden die Hoden entfernt. In der Anatomie wird außerdem eine Sammlung von männlichen Drüsenteilen gefunden, die Veränderungen des Samenkanals und der Entwicklung der Spermien aufweisen. Anton Kieselbach, Hirts Assistent. Hatte er früher über den Urogenitalapparat der Beutelratte gearbeitet, so publiziert er nach 1945 über den Zusammenhang von Todesangst und Samenbildung. Ein Mediziner, der Kieselbach als Hochschullehrer erlebte, Kieselbach pflegte in seinen Vorlesungen histologische Schnitte von Hoden zu demonstrieren, die keine Spermienbildung zeigten, da diese, wie er sagte, bei Todesangst aufhöre. Anton Kieselbach. Er wird Ordinarius und Rektor der Medizinischen Akademie Düsseldorf. Noch einmal das Gashaus in Natzweiler. 1943-44 wird hier ein Mittel erprobt, das angeblich gegen das Giftgas Phosgen schützen soll. Mediziner begaffen die Gasversuche durch ein Fenster. Ein Professor sagt den Häftlingen, sie brauchten keine Angst zu haben, es werde niemand sterben. Jeweils 4 Häftlinge kommen pro Versuch in die Gaskammer. 3 bekommen ein Gegenmittel, einer bleibt ohne jeden Schutz. Der damals 23-jährige Häftling Willi Herzberg. Nachdem wir in die Gaskammer geführt worden waren, stand der Professor am Eingang und hatte 2 Glasampullen. Der Professor ermunterte uns, fest einzuatmen. Dann schmiss er die beiden Fläschchen gegen die Wand und schmiss sofort die Türe zu. Circa 10 Minuten nach Versuchsbeginn hörte ich ein dumpfes Klatschen. Dieses Geräusch kam von den zerplatzenden Lungen 2 Häftlinge. Der damals 22-jährige Häftling Rudolf Gutenberger überlebte. Sein 2 Jahre jüngerer Cousin Albert Eckstein stirbt dagegen nach 3 Tagen. Gutenberger über das Sterben seines Cousins. Eckstein hat während dieser 3 Tage schrecklich gelitten. Er hustete rosarotes Blut. Je länger es dauerte, kamen Lungenfetzen aus dem Mund. Bis zum Schluss war er bei Bewusstsein. Dezember 1952. Vor einem französischen Militärgericht sind die Professoren Eugen Hagen und Otto Bickenbach wegen Menschenversuchen in Natzweiler angeklagt. Der Bakteriologe Eugen Hagen war 1941 Ordinarius der Reichsuniversität Straßburg geworden. Hagen, ein angesehener Wissenschaftler, hatte unter anderem tödliche Fleckfieberversuche an Häftlingen durchgeführt. Seine Versuche wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Hagen kommt nach kurzzeitiger Haft 1956 bei der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere unter und wird erneut von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Dr. Med. Otto Bickenbach, Professor an der Reichsuniversität Straßburg. Er hatte an den Giftgasversuchen in Natzweiler mitgewirkt und Versuche auch in eigener Verantwortung durchgeführt. Auch er ist nur kurz in französischer Haft. Ein Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht in Köln kommt am 10. Februar 1966 zu dem Urteil. Es wird festgestellt, dass der Antragsteller durch die Beteiligung an diesen Versuchen seine ärztlichen Berufspflichten nicht verletzt hat. Gasspezialist Bickenbach konnte weiterhin als Arzt arbeiten.
Berlin, Dahlem. Pallas Athene, die Göttin der Wissenschaften und des Krieges, prangt noch heute über dem Eingang des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institutes für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, der Elite-Institution der Genetiker, der Erbforscher. Professor Ottmar Freiherr von Verschür, kein Nazi, in Fragen der Erbforschung und Rassenpolitik aber auf Parteilinie. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert Verschür und seine Schüler die Nazizeit hindurch. Sie fördert damit die Erfassung von Menschen, die verfolgt werden. Kranke, Behinderte, Homosexuelle sowie Sinti und Roma. 1938 reicht Verschür eine Liste seiner Veröffentlichungen ein. Hier ein Auszug. Verschür ist der deutsche Zwillingsforscher. Mit einem Arsenal von Vermessungsgeräten, genannt Anthropometer oder Nasentiefenmesser, werden Zwillinge erfasst und vermessen. Dies ist ein Tasterzirkel für Messungen im Genitalbereich. Verschür und das KWI, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, beanspruchen in den Kriegsjahren eine Vorrangstellung bei Menschenführung und menschlicher Auslese. Die ehemaligen KWIs heißen heute Max-Planck-Institute. Neben der größten Sammlung, so wörtlich von Zwillingsmaterial, plant das KWI für Anthropologie den Aufbau einer erbbiologischen Zentralsammlung. Gesucht werden Föten, Neugeborene und Organe von Zwillingen, von erbkranken Familien und von anderen Rassen. Dringend gesucht wird menschliches embryonales Material, um vom Tier zum Menschenversuch wechseln zu können. Sogenannte Negerföten, gesammelt von Verschürs Vorgänger Eugen Fischer. Wir fanden die sogenannten Negerföten in Fischers Nachlass. Josef Mengele, Verschürs Lieblingsassistent. Mengele wird gemeinhin als mordlüsterner Sadist dargestellt. Viele Überlebende charakterisieren ihn dagegen als höflich, gebildet, intelligent, kalt. Wie auch immer, Mengele gehört zur Medizinelite seiner Zeit. Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Während im Stammlager Auschwitz etwa 18.000 Häftlinge interniert sind, vegetieren in Birkenau etwa 100.000 Menschen. Josef Mengele beginnt als Lagerarzt in Birkenau am 30. Mai 1943. Er soll sich freiwillig gemeldet haben, da er hofft, hier genügend Menschenmaterial zur Verfügung zu haben. Diese Hoffnung wird sich in Birkenau einzigartig erfüllen. Birkenau ist für Häftlinge die Hölle, für Mengele ein weltweit einmaliges Forschungsparadies. 100.000 Menschenobjekte stehen Mengele und seiner Forschungsstätte, dem Kaiser-Wilhelm-Institut, hier zur Verfügung. 100.000 menschliche Versuchsobjekte, vogelfrei für die Forschung. Sezierung der Leichen durch Häftlingsärzte inbegriffen. Täglich wird neues Menschenmaterial angeliefert. 350 Zwillingspaare werden es sein,
die Mengele schließlich zur Verfügung stehen. Niemals zuvor hatte ein Forscher so viel Zwillingsmaterial zur beliebigen Verwendung wie Verschürs Assistent in Auschwitz-Birkenau. Eines Tages trifft an der Rampe in Birkenau die Ungarin Imre Heimler mit ihren Zwillingskindern Paul und George ein. Sie wird zur Eile angetrieben. Frau Heimler antwortet, zuerst müsse sie ihre Zwillinge anziehen. Ein Häftling beglückwünscht die Ahnungslose. Meine Dame, Sie haben großes Glück und können froh sein, dass Sie Zwillinge haben. Mengeles menschenmordende Forschung in Auschwitz-Birkenau wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch, bei der Forschungsgemeinschaft für die Bewilligung der Medizinversuche zuständig, hat auch dies genehmigt. Mengeles Schema der ärztlichen Untersuchungen. Verschürs Assistent hat in Birkenau einen Stab von Häftlingsärzten um sich. Spezialisten für Hals, Nasen, Ohren, für Hautkrankheiten, Neurologen, Röntgenologen, Anatomen etc. etc. Mengeles Häftlingsärzte bestimmen die Farbe der Haare, vermessen Schädelformen, Nasen, Ohren und so weiter und so weiter. Im Labor Auschwitz-Birkenau werden Medizindaten in ungeheurer Menge erfasst. Ein Spezialgebiet des Kaiser-Wilhelm-Instituts für menschliche Erblehre sind Augenuntersuchungen. Augenfarbentafeln gehören damals zum Rüstzeug eines fortschrittlichen Genetikers. Martina Puschina, Auschwitz-Häftling, Doktorin der Anthropologie, Mitarbeiterin Mengeles, soll eines Tages eine Kiste nach Berlin bei der Lagerpost abgeben. Als ich allein war, drängte es mich, den Inhalt dieser Kiste, die Mengele so wichtig erschien, kennenzulernen. Ich öffnete die Kiste und stellte fest, dass sie Gläser enthielt, in denen sich herauspräparierte menschliche Augen befanden. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für menschliche Erblehre hatte keine Schranken für die Forschung gefordert. In Auschwitz-Birkenau wird dieser Traum erfüllt. Aufzeichnungen von Martina Puschina, Häftling in Auschwitz ab 1943, wie erwähnt, Mengeles Assistentin. Selbst die Häftlingsärztin erliegt der Faszination, in Birkenau Zwillinge in einem weltweit einmaligen Umfange untersuchen zu können. Heimlich schreibt sie die Forschungsergebnisse ab und vergräbt sie zur eigenen Auswertung nach der Befreiung. Nach der Befreiung. Mengele flieht nach Südamerika, bereut nichts. Verschür wird Professor für Genetik in Münster. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das zentrale Selbstverwaltungsorgan der Wissenschaft, beklagt 1996 Behinderungen der Forschung, speziell bei Gentechnik und Embryonenforschung.
Ab 1944 werden in Auschwitz Schwangere nicht mehr vergast. Mengele lässt die Frucht abtreiben. Die Föten werden für Forschungszwecke benötigt und nach Berlin geschickt. Auschwitz. Eine Orgie verbrauchender Forschung. Der absolute Zugriff auf lebende und auf werdende Menschen. Tötung und Präparierung zu Ausstellungszwecken eingeschlossen.